Ein kleiner Vogel als Spielzeug mit einer Schlinge um den Fuß, an einem Band, gequält und verloren. Wir, Touristen, die wir sind, konnten dieses Leid nicht ertragen, haben ihn den Kindern weggenommen und freigelassen. Dies sind die Straßenhunde Thailands, oft abgemagert und oder verletzt und auf den vielen Straßen verloren. Viele sind zu schwach zu überleben und sterben irgendwo in einer Ecke. Dieser Berberaffe wird für die Kokosnussernte eingesetzt. Sein langer Schwanz wurde gekürzt. Sein Leben besteht aus Arbeit für seinen Herrn und dem Dasein in einem kleinen, viel zu engen Käfig. Seine Wunden werden nicht verheilen, sie schmerzen und werden sich erneut entzünden. Niemand wird sich für dieses Tier interessieren und ihm helfen. Auch in Panama geht es den Tieren in Gefangenschaft nicht besser. Der Kapuzineraffe ist abgemagert, sein Gesicht ist voller Pusteln, ein Ernährungsmangel. Sein Bewegungsradius ist extrem begrenzt. Was für ein Schicksal. Er ist inzwischen 16 Jahre alt. Sein Vergehen? Er hatte oft in dem Haus nebenan heimlich die Küche besucht. Nun ist er für den Rest seines Lebens bestraft. Ein Leben in qualvoller Enge und Entbehrung. Das kleine Affenkind, das uns entgegengetragen wird, sieht so traurig und verloren aus. Es ist in Menschenhand, aber nicht bei seiner Mutter. Das Kind wurde von seiner Mutter gewaltsam entfernt, um die Herzen der Touristen zu berühren, sie zu animieren, Geld zu spenden. Wir bemerkten erst später, dass dieses Kind der nächsten Touristengruppe zum Streicheln weitergereicht wurde.
Viel später in einem Nationalpark in Thailand erlebten wir, wie rührend eine Affenmutter sich um ihr Kleines kümmerte. Es immer wieder berührte, streichelte und liebkoste. Würde dieser Mutter ihr Kind weggenommen werden, so würde sie wohl den Schmerz kaum ertragen. Wir waren von der Natürlichkeit der Natur berührt. Weibern, die schnellen und perfekten Flieger mit ihrem empfindlichen Gefieder, werden in Kambodscha während der Brutzeit gefangen und in Käfige gesperrt und dann als Glücksbringer gegen Bezahlung missbraucht. Sollten sie freikommen, ist ihr Gefieder durch das scharfkantige Gitter so zerstört, dass sie nur noch eine kurze Strecke fliegen können, dann abstürzen und irgendwo verenden. Sie können sich nicht mehr ernähren und werden unweigerlich verhungern. Diese traditionellen Glücksbringer, in den Käfigen für eine Zeit eingesperrt, sind nicht mehr flugfähig. Sie werden alle im oder außerhalb des Käfigs sterben. Der Anblick der gefangenen Tiere auf den Fischmärkten in Asien ist nur schwer zu ertragen. Dort liegen viele lebendige Fische ohne Wasser auf den Schalen und Blechen. Sie gieren nach Luft, weil ihre Kiemen nur im Wasser Luft aufnehmen können. Wenn sie nicht schon mit Werkzeugen lebend bearbeitet und getötet wurden, so ersticken die meisten Fische spätestens unbearbeitet auf dem Platz, auf den sie achtlos hingeworfen wurden. Krebse in den Schüsseln zusammengeschnürt und bis zum Ende ihres Lebens zur Unbeweglichkeit verdammt. Oder Frösche, geschlachtet, geköpft, alles ohne Betäubung, hinterlassen bei mir Fassungslosigkeit durch das würdelose Handeln der Menschen.